kommt dir folgende Situation bekannt vor. Du ernährst dich den ganzen Tag gesund, bist wirklich super stolz auf dich, hast dir dein Essen mitgenommen zur Arbeit und zur Schule. Bisher läuft alles super. Plötzlich aber kommt ein kleiner Shift. Zunächst ist es einfach nur ein kleiner Schokoriegel als Snack zwischendurch. Doch in dem Moment, wo du abends nach Hause kommst, nach einem langen, erschöpfenden Tag, fällst du auf die Couch und der ganze Hunger bricht über dich hinweg. Du kriegst einen riesen Heißhunger. Und das Ganze hat gar kein Ende. Plötzlich wirst du zum Staubsauger, schiebst alles Mögliche in dich hinein. Du denkst, ja, jetzt ist es sowieso zu spät, jetzt kann ich auch alles aufessen, was mir irgendwie in die Quere kommt. Und du findest einfach keinen Weg, um diesen Heißhunger irgendwie zu stoppen. Am Ende fühlst du dich schlecht, hast ein super schlechtes Gewissen und dir ist einfach komplett unwohl wegen diesem unfassbaren Völlegefühl in deinem Bauch. Diese Situation, die ich dir jetzt gerade beschrieben habe, ist mir schon sehr oft passiert. Und ich hatte nicht selten Angst, dadurch meine Fitnessziele nicht zu erreichen und komplett aufzugehen wie so ein Pfannkuchen. Das Ganze ist dann in einem Teufelskreis geendet. Ich habe eine Heißhungerattacke gehabt und habe dann versucht, am nächsten Tag das Ganze durch Cardio wieder auszubügeln oder einfach weniger zu essen, was natürlich absolut nicht vorteilhaft ist und meistens dann wieder später in einer erneuten Heißhungerattacke geendet ist. Dieser Kreislauf hat sich dann mehrfach wiederholt, bis ich ihn endlich durchbrochen habe. Und ich verspreche dir, das ist das letzte Video, was du dir jemals anschauen musst, um deine Heißhungerattacken endlich zu überkommen und Frieden mit dem Thema zu finden. Dieses Video ist wie immer in Kapitel eingeteilt, 4 insgesamt. Ihr findet die einfach unten in der Beschreibung und ihr könnt zu jedem Teil des Videos springen, der euch am meisten interessiert. Hi, ich bin Sophia. Ich bin unter anderem Content Creator und helfe Menschen mit Fitness und Persönlichkeitsentwicklung aufs nächste Level zu kommen. Ich habe auch einen Podcast. Den findet ihr einfach in der Beschreibung. Wenn ihr das Ganze hier schon über meinen Podcast hört, es gibt auch eine YouTube-Video-Version dazu für alle die, die das Video dazu sehen wollen, die Visuals brauchen. Das Beste ist, ich habe eine ultimative Guideline für dich erstellt, wie du die beste Version von dir selber wirst. Dort sind alle Handouts mit Gewohnheiten und Tipps, wie du das umsetzt, wie du die beste Version von dir selber wirst. Also schau gerne vorbei in der Beschreibung, klick auf den Link und lad dir diese Handouts runter, um diese Übersicht auch nochmal in schriftlicher Version zu haben. Kapitel Nummer 1. Was ist eigentlich Heißhunger? Unterscheiden wir Heißhunger als erstes Mal vom normalen Hunger. Heißhunger bemerkst du daran, dass er sich in erster Linie im Kopf abspielt, das Signal im Kopf kommt, dass du Hunger auf etwas hast, anstatt im Bauch. Hunger spürst du im Bauch durch dieses Magenknurren, vielleicht durch eine Leere und dass du dich körperlich auch schwach fühlst. Während bei einem normalen Hungergefühl die Mahlzeit schon 3 bis 4 Stunden zurückliegt und sich langsam aufbaut, ist es bei Heißhunger so, dass die Mahlzeit noch nicht allzu lange zurückliegt, auch eigentlich sättigend war und dich ganz plötzlich überkommt. Du hast ganz plötzlich das Bedürfnis, etwas Bestimmtes und meistens Ungesundes zu essen. Das ist dann meistens der Drang, etwas Süßes oder etwas Salziges zu essen, in hohem Maßen. Also dein Hunger kann dann auch nicht einfach so schnell befriedigt werden. Wenn du dann diesen Heißhunger über dich erkommen lässt, ihm nachgehst, dann hast du meistens danach ein schlechtes Gewissen, weil du dich so vollgestopft fühlst und natürlich auch nicht gesund, weil du so viel Ungesundes, Unverarbeitetes in dem Moment in dich hineingestopft hast. Ganz wichtig, Heißhunger ist nicht damit zu verwechseln, dass du einen plötzlichen Drang danach verspürst, ein natürliches Lebensmittel zu essen, wie zum Beispiel einen Apfel oder einen Salat. Das sind gute Gelüste, denn dein Körper signalisiert dir in dem Moment, dass dir zum Beispiel ein bestimmter Nährstoff fehlt und du ihn durch diese Quelle, durch dieses Lebensmittel decken kannst. Viele Menschen sind sich auch nicht bewusst, dass es einen Unterschied gibt zwischen Heißhunger und Binge-Eating und verwechseln manchmal die Begriffe miteinander. Den gibt es aber, und zwar einen ziemlich großen. Während Heißhunger eher ein normaler Essanfall ist, der unregelmäßig bei uns hier und da mal auftritt und den eigentlich jeder Mensch schon mal erlebt hat, ist Binge-Eating eigentlich eher etwas, was regelmäßig auftritt und vor allem zu einem Zwang werden kann. Für die Betroffenen ist Binge-Eating wirklich eine extreme Qual, geht einher mit Schuld- und Schamgefühlen und vor allem sollte es professionell behandelt werden. Wir gehen in diesem Video wirklich primär auf das Thema Heißhunger ein. Kapitel Nummer 2. Ursachen und Tipps. Wir müssen wissen, woher kommt eigentlich euer Heißhunger und wie könnt ihr es schaffen, den auch effektiv zu bekämpfen. Ihr wisst es, ich predige das wirklich in so vielen meiner Videos. Das Problem muss an der Wurzel bekämpft werden. Heißhunger ist lediglich das Symptom. Ihr müsst aber mit mir jetzt zum Detektiv werden und herausgehen, was eigentlich Tieferes dahinter steckt. Es gibt immer etwas Tieferes, was hinter der
augenscheinlichen Problemlage steckt. Grundsätzlich hat Heißhunger ganz unterschiedliche Ursachen und deswegen ist es wichtig, dass ihr genau aufpasst und mit mir jetzt herausfindet, welche dieser Ursachen, die ich euch jetzt gleich vorstelle, könnte auf euch zutreffen. Ich gehe jetzt nicht auf Ursachen ein, die mit körperlichen Erkrankungen in Verbindung stehen, wie zum Beispiel Diabetes oder Schilddrüsenüberfunktion, die zum Teil eben Heißhungerattacken auslösen. Das muss medizinisch behandelt werden. All diese Ursachen, die ich jetzt aufliste, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sie Heißhunger auslösen, und ich habe auch eigene gute Methoden gefunden, um mit ihnen umzugehen und sie wirksam zu bekämpfen. Die erste Ursache für Heißhungerattacken kann sein, dass ihr aus einem emotionalen Grund zum Essen greift. Ich habe es schon so oft erlebt, dass ich nach einem langen, anstrengenden Tag nach Hause komme. Ich bin einfach super gestresst, weil ich noch weiß, ich habe so eine To-Do-Liste auf dem Plan und ich habe aber mega Hunger. Ich muss einfach schnell jetzt Essen bekommen, um meinen Energiespeicher aufzufüllen, und dann stehen da diese Chips im Schrank. Und siehe da, es sind 20 Sekunden vielleicht vergangen, da ist die Chips-Tüte einfach leer. Und ich habe diese leere Packung vor mir und weiß gar nicht, wie ist die eigentlich hingekommen? Wir essen so oft, um negative Gefühle zu betäuben. Es gibt dir eine kurzfristige Belohnung, lässt dich besser fühlen und in dem Moment vielleicht zum Beispiel mein Stress weniger erscheinen, aber langfristig hast du das Gefühl nicht wirklich gelöst. Anstatt also deine Gefühle zu betäuben, sie zu ignorieren und einfach nur zu ersticken in Essen, ist es wichtig, dass du ihnen auf den Grund gehst, dich fragst, wieso geht es mir gerade eigentlich so, und vor allem, dass du bessere Alternativen für sie findest als Essen. Wenn du Stress hast bei der Arbeit, wenn du Ärger hast in der Beziehung, dann geh dieses Gefühl an. Frage dich, was kannst du wirklich tun, um es zu lösen, um langfristig eine bessere Lösung dafür zu schaffen. Denn du wirst sonst immer wieder zum Essen greifen, um es zu betäuben. Könntest du vielleicht, um deinen Stress zu reduzieren, täglich Zeit für dich einbauen, mit einer Self-Care-Routine ein Workout machen, vielleicht mit einer Freundin telefonieren? Könntest du vielleicht, um den Ärger in deiner Beziehung zu lösen, mehr Fokus auf Kommunikation setzen oder auf gemeinschaftliche Aktivitäten wie abends essen zu gehen? Bei mir war es auch so, dass ich sehr viel mit Essen prokrastiniert habe. Ich wusste, ich muss jetzt eine Aufgabe erledigen, aber ich hatte absolut keine Lust dazu und deswegen habe ich sie quasi mit dem Essen vor mir hergeschoben. Hinter dem Problem stand aber, dass ich unsicher war. Ich hatte keine Klarheit, wie soll ich die Aufgabe angehen, und vor allem hatte ich im Inneren die Angst zu scheitern. Als ich das erkannt habe und als ich das Gefühl identifiziert habe, das ist ganz wichtig, ihr müsst das Gefühl identifizieren, konnte ich es aus einer rationaleren Perspektive betrachten und habe natürlich dann auch eine Lösung dafür gefunden. Mir eine klare To-Do-Liste gemacht, mir genau den ersten Schritt aufgeschrieben, den ich machen sollte, und so habe ich nie wieder mit Essen vor einer schwierigen Aufgabe prokrastiniert. Schlafmangel ist eine weitere riesige Ursache, die zu Heißhungerattacken führen kann. Wir haben bewiesenermaßen mehr Hunger, wenn wir wenig geschlafen haben, weil während des Schlafes wird das Hungerhormon Leptin gebildet, was dafür sorgt, dass du schneller gesättigt bist. Wenn du also weniger schläfst, wird dieses Hormon weniger produziert, was wiederum dazu führt, dass du tagsüber mehr Hunger auch auf fettige Lebensmittel, ungesunde Lebensmittel hast und dementsprechend dich gar nicht richtig satt fühlst. Schau vielleicht selber mal, wenn du eine Nacht nicht so gut geschlafen hast, wie dein Hungerlevel sich über den Tag verhält. Und vor allem auch, ob du vielleicht zwischendurch das eine oder andere Craving nach dem ungesunden Lebensmittel verspürst. Ich zum Beispiel merke das auf jeden Fall. Empfehlung, ganz einfach, sorg dafür, dass du erstens die Menge an Schlaf bekommst, die du brauchst, und zweitens, dass der Schlaf auch qualitativ ist. Nur weil du 7 bis 9 Stunden im Bett liegen solltest, bedeutet das nicht, dass du die Zeit auch wirklich tief schläfst. Alle notwendigen Maßnahmen dafür zu treffen, ist super wichtig, dass du eine kühle Raumtemperatur hast und natürlich auch einen regelmäßigen Schlafrhythmus. Die nächste Ursache kann sein, dass du dich in einer Mangelernährung befindest. Wenn du zum Beispiel gerade eine Diät angefangen hast und du bist übermotiviert, willst sofort dein Ziel erreichen und zwar möglichst schnell, dann kann es sein, dass du dein Kaloriendefizit ein bisschen zu hoch gewählt hast. Wenn du dich nicht in einem Rahmen von 200 bis 500 Kalorien Defizit befindest und der Wert wesentlich höher liegt, dann würde ich dir raten, ein bisschen runter zu gehen. Es geht nicht darum, dass du hier eine Crash-Diät durchziehst, in einem Monat 10 Kilo verlierst. Es geht darum, dass du einen nachhaltigen Lebensstil schaffst und diese Gewohnheit, gesund und verarbeitet zu essen und dich auch regelmäßig zu bewegen, in deinen Lebensstil einbaust. Ansonsten kann es passieren, dass du das ganze verlorene Gewicht wieder zurück auf die Hüften aufsetzt und einfach es nicht schaffst, 2 Stunden am Tag Cardio zu machen oder nur die eine bestimmte Menge an Kalorien zu essen. Mangelernährung kann auch auftreten, wenn du dich an einem Tag besonders intensiv belastet hast.
durch Sport, durch deine Arbeit, durch viel Bewegung. Dann signalisiert dir dein Körper, hey, guck mal ganz kurz, ich habe heute viel zu viel getan und du gibst mir viel zu wenig. Es kommt zu Heißhungerattacken. Stell sicher, dass du diesen großen Energiemangel, den du zum Beispiel nach einem intensiven Trainingstag hast, sofort ausgleichst, dass du die Makronährstoffe auffüllst, Proteine, Kohlenhydrate, Fette sicherst. Du kannst Heißhunger auch dadurch vorbeugen und damit auch eine Mangelernährung, indem du regelmäßig isst. Ich selber habe es mir eigentlich zur Gewohnheit gemacht, täglich 3 bis 4 Mal zu essen, also 3 Hauptmahlzeiten und zwischendurch einen kleinen Snack. Zwischen den verschiedenen Mahlzeiten liegen bei mir etwa 3 Stunden Abstand, sodass ich wirklich darauf achte, regelmäßig meinem Körper Energie zu geben. Und das führt dann dazu, dass ich erstens weniger mit Heißhungerattacken struggle, weil ich meinem Körper kontinuierlich die Energie gebe, die er braucht. Das führt dazu, dass ich eine bessere Laune habe, weil ich offensichtlich gut gesättigt bin immer, zwischendurch nicht müde werde oder einen krassen Energiecrash habe und vor allem aber auch eine gute Verdauung habe. Heißhunger kann nämlich dadurch ausgelöst werden, dass sie eurem Körper über einen längeren Zeitraum am Tag keine Energie gegeben hat. Also eine gewisse Regelmäßigkeit beizubehalten ist gut. Trust me. Hört da auch auf euren Körper. Vielleicht habt ihr manchmal weniger oder auch mehr Hunger. Besonders nach einer langen Nacht, wo euer Körper keine Nahrung zugeführt bekommen hat, ist es wichtig, dass ihr ihm die Proteine, die Kohlenhydrate, die Fette gibt, die er braucht, um vor allem über den Tag über Energie zu haben. Wie sollt ihr denn die ganze Arbeit, die ganze körperliche Belastung umsetzen, wenn ihr eurem Körper keine Energie gegeben habt? Heißhungerattacken können auch durch unvorteilhafte Gewohnheiten ausgelöst werden. Wie zum Beispiel, dass ihr nach dem Essen immer was Süßes braucht oder eben nach dem Abendessen anfangen zu snacken. Das führt wiederum dazu, dass ihr vielleicht gar nicht mehr aufhört zu snacken und eben eine Heißhungerattacke entsteht. Also erkennt diesen Kreislauf, dass etwas das eine oder das andere anstößt. Diese kleine störende Gewohnheit ist nur etwas, was ihr euch selber antrainiert habt, aber, gute Nachricht, euch auch wieder abtrainieren könnt. Nach dem Essen vielleicht nicht unbedingt zum Süßen greifen, sondern einen kleinen Verdauungsspaziergang machen. Mit einem heißen Tee ein gutes Buch lesen und somit schon mal eine schöne Abendroutine vor dem Einschlafen zu haben. Viele von uns essen auch mittlerweile mit Ablenkungen um uns herum. Wir haben den Fernseher, wir haben eine Netflix-Show, die im Hintergrund läuft. Unser Handy, was die ganze Zeit und den ganzen Tag lang biebt, wir kennen es. Also versucht diese Ablenkung zu vermeiden und wirklich in Achtsamkeit zu essen, jeden Bissen zu genießen. Dazu habe ich auch eine Podcast-Folge erstellt, 9 Ernährungsregeln. Dort gehe ich auch darauf ein, was das Thema Achtsamkeit beim Essen für mich bedeutet und dass das wirklich oberste Priorität haben soll. Gute Gelegenheit, um also nach dieser Folge direkt da mal reinzuhören. Ein instabiler Blutzuckerspiegel kann eine weitere Ursache davon sein, dass ihr Heißhungerattacken bekommt. Und hier ist die erste Methode, dass ihr das häufige Snacken unterlasst. Jedes Mal, wo ihr etwas snackt, wird euer Blutzuckerspiegel stimuliert und dementsprechend auch euer Hunger. Bedeutet, ihr tendiert dazu, mehr zu essen, über den Tag verteilt. Ich versuche stattdessen Snacks so wenig wie möglich über den Tag verteilt zu haben. Ich habe, wie gesagt, ungefähr 1 Snack am Tag. Denkt mal drüber nach, wenn ihr zum Snack greift, dann bleibt es ganz oft eben nicht nur bei dem kleinen Stückchen Schokolade, dann werden es 2, 3, 4, 5 und schon seid ihr dabei, die ganze Schokoladentafel auf einmal aufzuessen und das tut euch nicht immer so gut. Wenn ihr dann snackt, achtet darauf, dass ihr Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index wählt. Was das bedeutet, darauf komme ich jetzt gleich sofort zu sprechen. Und dass dieser Snack eben gesund zubereitet ist, sodass ihr in diesen Phasen, wo ihr wirklich schnell und effektiv euren Hunger befriedigen wollt, etwas Gutes und Nahrhaftes zur Verfügung habt. Quasi alles, was nicht in einem Heißhungeranfall resultiert. Um deinen Blutzucker stabil zu halten, vermeide kurzkettige Kohlenhydrate. Es gibt Lebensmittel, die lassen deinen Blutzucker extrem in die Höhe schießen. Was passiert? Dein Blutzucker steigt, weil die kurzkettigen Kohlenhydrate schneller zersetzt werden und demnach schneller als Zucker in dein Blut kommen. Dann wiederum fällt der Blutzucker und dein Körper schreit nach mehr Zucker, um das alles wieder auszukompensieren. Diese Lebensmittel, insbesondere kurzkettige Kohlenhydrate, die den Blutzucker extrem stimulieren und stark in die Höhe schießen lassen, haben auch einen hohen glykämischen Index. Du kannst einfach mal googeln, Lebensmittel, glykämischer Index, und dir werden 1000 verschiedene Lebensmittel angezeigt und eben auch dazu, was für einen glykämischen Index sie haben. Umso höher der ist, desto weniger solltest du sie essen, weil sie eben tendenziell deinen Blutzuckerspiegel außer Balance bringen können. Beispiele für diese Lebensmittel mit einem hohen glykämischen Index sind zum Beispiel Fastfood, Weißbrot, Nudeln,
aber auch andere Lebensmittel mit einem hohen Zuckeranteil. Ersetze diese Lebensmittel stattdessen durch Lebensmittel mit hohen Ballaststoffen, Obst und Gemüse, durch Hülsenfrüchte, sprich Lebensmittel mit komplexen Kohlenhydraten. Eine weitere Ursache dafür, dass du vielleicht mit Heißhungerattacken zu kämpfen hast, sind Verbote. Wenn du dir nicht eine gewisse Balance in deinem Leben einbaust und zu diszipliniert bist, kann sich das oftmals auch gegen dich auswirken. Das ist wie mit der Crash-Diät, von der ich gesprochen habe, oder mit einem Extremsport. Das Ganze kannst du nicht langfristig durchziehen. Das ist so, als wenn du dir am 1. Januar sagst, ich esse jetzt nie wieder Süßigkeiten, also neues Jahr, neue Vorsätze, du willst gesünder sein, du sagst dir, jetzt esse ich keine Süßigkeiten mehr. Und dann hältst du das 3 Wochen durch, tada, das war's, und all deine ganzen Fortschritte bist du im Nu wieder los, weil du in deine alten Gewohnheiten zurückfällst, denn du konntest dich an diese extremen Vorsätze nicht halten. Wir wollen gesund leben, wir wollen fit sein und natürlich auch unsere körperlichen Ziele erreichen. Das schaffen wir aber nur, indem wir diesen Lebensstil auch nachhaltig gestalten. Es ist nicht die Lösung, dass du dir irgendwas verbietest. Ich glaube einfach nicht an Cheat Days. Ich glaube daran, dass wir uns täglich Sachen erlauben und gönnen dürfen und es sowas wie Verbote oder strikte Ernährungsweisen nicht geben sollte. Hierfür orientiere ich mich an der 80-20-Regel. Also 80% esse ich clean und 20% whatever I want. Hauptsächlich unverarbeitete Produkte, aber dann gibt es da eben auch zwischendurch die Kekse, die Pizza und all das, worauf ich Lust habe, denn ich liebe auch einfach Süßigkeiten. Ich bin obsessed mit einigen Sachen, zum Beispiel auch Eiscreme, Cookies und all das. Erlaubt es euch bitte. Also ja, auch ich bin diszipliniert mit meinen Zielen, aber trotzdem bin ich nicht 100% nur den ganzen Tag dabei, an einer Karotte rumzukauen und erreiche trotzdem all meine Ziele, hab Energie und bin zufrieden und fühle mich wohl in meinem Körper. Sind wir mal ehrlich, manchmal ersetzen die Gemüsesticks nicht die Kinderschokolade. Da kommt ja auch so ein emotionaler Faktor mit dazu. Merkt euch, kein Lebensmittel ist per se gut oder schlecht und in Maßen genossen nicht giftig oder gesundheitsschädlich. Also erlaubt euch das, macht es Teil eures Lebensstils. Wenn ihr bisher aus diesem Video irgendeinen Mehrwert mitnehmen konntet, würde es mich mega freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, damit mehr Menschen auf dieses Video aufmerksam werden. Wenn ihr das auf meinem Podcast hört, gebt mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung. Nein, ihr könnt mir alles geben an Bewertungen, was auch immer ihr für angebracht haltet, damit mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Das wäre die einzige Bitte, die ich an euch habe. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Kapitel Nummer 3. Was Heißhunger sofort bekämpft. Quasi die Notlösung, wenn es dann mal auftritt. Wasser und ungesüßte Tees eignen sich super. Manchmal können wir nicht ganz unterscheiden, haben wir Hunger oder haben wir Durst, weil die Signale sich in unserem Körper relativ ähnlich anfühlen. Das bedeutet, habt ihr dieses Bedürfnis, plötzlich ganz viele Mengen an Essen in euch hineinzustopfen, dann trinkt erstmal vielleicht 250 Milliliter Wasser, macht euch einen Tee, vielleicht auch mit etwas Geschmack wie Süßholz, der dann auch diesen Drang nach etwas Süßem teilweise befriedigen kann. Ein weiterer guter Hack, wie du sofort Heißhunger bekämpfst und wirklich effektiv auch diesen Hunger auf was Süßes stillst, ist immer Obst parat zu haben. Obst hat nicht nur großes Volumen, es hat viele Nährstoffe, sondern vor allem auch die Tendenz, eben diesen Heißhunger sofort und effektiv zu stillen, weil es halt eben auch diesen Fruchtzucker hat. Also statt zur Süßigkeit zu greifen, greif erstmal vielleicht auf ein Stück Apfel oder auf ein paar Weintrauben und schau mal, wie es danach aussieht. Wir haben in der Vergangenheit schon oft Kaugummis geholfen, einfach schnell ein Kaugummi in den Mund schieben, und dieser Minzgeschmack ist so intensiv, dass ich meistens meinen Heißhunger danach 5 Minuten schon wieder vergessen habe. Oder Alternative, du putzt dir schnell die Zähne. Wenn dann immer noch nichts hilft, schau erstmal, dass du dich mit was ablenkst. Meinetwegen scroll ein bisschen auf Social Media, geh hin, lese ein Buch, ruf eine Freundin an, geh vielleicht eine Runde spazieren. Schau erstmal, dass du diese Obsession mit dieser einen Süßigkeit, auf die du gerade Lust hast, vergisst, indem du dich auf etwas anderes fokussierst. Kapitel Nummer 4, wenn es dann doch passiert. Du hast vielleicht alle guten Tipps durchprobiert und es scheint nicht zu funktionieren. Dann gib dir erstmal 10 Minuten, warte nochmal ab, vielleicht ändert sich noch was. Wenn du aber nach 10 Minuten immer noch diesen Drang verspürst zu essen, dann geh diesem Verlangen auch einfach mal nach. Heißhungerattacken sind menschlich und sie passieren jedem. Mir passieren sie auch noch manchmal, auch wenn ich diese ganzen Tipps im Herzen beherrsche. Trotzdem bin ich auch nur ein Mensch. Jetzt gibt es aber trotzdem einiges, was du tun kannst, um mit dieser Heißhungerattacke entsprechend besser umzugehen. Zuallererst, schleiche dich nicht zum Küchenschrank und snacke aus der Chipstüte, während du parallel schaust, ob dich vielleicht gerade jemand bei der Heißhungerattacke erwischt.
Und wir essen auch nicht aus der Packung. Du wirst dir das Essen schön zubereitet auf einen Teller oder in eine Schüssel tun und du wirst langsam essen, jeden einzelnen Bissen genießen. Du wirst wesentlich weniger und bewusster essen und hast damit deine Heißhungerattacke wesentlich mehr im Griff. Das Wichtigste ist jetzt, dass du dich nicht fertig machst für das, was passiert ist. Geh stattdessen hin und schau, was die Heißhungerattacke ausgelöst hat. Geh durch die ganzen Ursachen, die ich vorhin genannt habe und schau, was könnte in dem Fall auf dich zutreffen. Könntest du das nächste Mal versuchen, deine Emotionen nicht mit Essen zu unterdrücken, sondern stattdessen den Stress mit einem Workout zu kompensieren? Könntest du das nächste Mal darauf achten, tagsüber regelmäßiger zu essen, damit du abends nicht so einen riesen Hunger hast, dass er über dich einbricht und du alles wie ein Staubsauger in dich hineinschiebst? Vor allem aber, mach nicht den Fehler, so wie ich ihn damals gemacht habe, dass du versuchst, am nächsten Tag diesen Heißhunger durch mehr Sport oder weniger Essen auszukompensieren. Bringt dir nichts, wird nur wieder ein Heißhunger resultieren und am Ende dazu führen, dass deine Beziehung zu Essen schlechter wird. Vertrau einfach darauf, dass dein Körper schon weiß, was er tut. Dein Körper ist eine schlaue Maschine. Du wirst am nächsten Tag dich vermutlich automatisch, spontan öfters bewegen oder wahrscheinlich sogar weniger essen, weil du im Kalorienüberschuss am letzten Tag warst. Mit der Zeit wirst du besser darin, dich in den Situationen zu analysieren, den Auslöser erfolgreich zu erkennen und ausschalten zu können. Damit wird dein Heißhunger in Zukunft keine Chance mehr haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video geholfen. Mich würde es mega freuen, wenn ihr auch in die anderen Folgen reinhört. Dort teile ich, wie gesagt, ganz tolle Tipps, wie ihr aufs nächste Level kommt im Bereich Fitness, Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg. Schaut dort bitte gerne vorbei. Ich möchte, dass ihr eure Ziele erreicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.